herzlich willkommen in der Buchhandlung Bücher bei Eva. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich muss mal eben kurz wieder abschließen. Ja, herzlich willkommen zum Rundgang hier. Freut mich unauffällig. Das ist so unser Hauptraum, wo so die meiste Literatur steht. Wir haben hier vorne so die aktuellen Romane sortiert, alphabetisch nach A bis Z, damit wir alles gut wiederfinden und die Kunden auch. Wir haben hier die historischen Romane, wir haben ein bisschen humorvolle Romane, also alles so ein bisschen schon unterteilt, damit man sich gut zurechtfinden kann. Dann haben wir ein relativ großes Krimi-Sortiment, da merkt man auch, in welche Richtung die Buchhändlerin gerne liest, das ist also schon ein Schwerpunkt. Jugendbücher schließen sich hier an. Das sind so die Bücher so ab 14 aufwärts. Jugendliche, junge Erwachsene und Junggebliebene sagen wir da auch gerne zu. Auch nochmal unterteilt so in Abenteuer, bisschen Fantasy auch. Dann natürlich auch so die ganze romantische Schiene. Sehr viel jetzt so diese Romance-Geschichten, diese neuen romantischen Romane, Liebesgeschichten, die sehr beliebt sind bei den Mädels. Dann haben wir eine kleine Abteilung mit Hörbüchern noch, auch für viele, die viel unterwegs sind und gerne sich Bücher vorlesen lassen. Momentan stehen hier noch die restlichen Kalender für das laufende Jahr. Da haben wir noch ein bisschen Angebot und in der Mitte haben wir immer so ein bisschen die Präsentiertische, die nach Themen sortiert sind, beziehungsweise wo halt eben auch die Neuheiten aufgestapelt sind. Das sind so unsere Favoriten, die wir gerne haben, sowohl bei den Krimis als auch hier bei den Romanen. Hier sind schon die ersten Frühjahrsneuheiten da, weil es geht ja irgendwie auch weiter. Es werden weiter Bücher geschrieben und natürlich auch gelesen. Freut uns sehr, also zum Beispiel von der Rachel Joyce, die hat damals geschrieben Die unwahrscheinliche Reise des Harold Fry, das ist jetzt ein neues von ihr. Und ja, so geht es immer weiter. Oder halt eben auch Bücher, die vorher beliebt als gebundenes Buch waren, die jetzt im Taschenbuch erscheinen. Es gibt dann auch nochmal wieder einen neuen Schwung. Ja, dazu haben wir dann hier eine kleine Abteilung so mit Geschenkartikeln. Das sind dann auch so Aufstellbücher, die gerne so als Mitbringsel mitgenommen werden, als Geschenke. So für jeden Tag einen klugen Spruch oder halt eben auch so verschiedene Kartensets, dann haben wir so ein bisschen Puppeterie auch, so die Bullet Journal, viele junge, ja nicht nur junge Leute arbeiten mittlerweile ja mit diesen Journalen und schreiben halt ja so Art Tagebuch. Das bedienen wir hier alles und halt eben noch so ein bisschen ja, Krimskrams so zum Verschenken. Dann können wir mal in den nächsten Raum. Hier geht's weiter. In dieser Richtung hier haben wir ein Regal, wo wir halt eben auch so ein bisschen themenmäßig präsentieren können. Da haben wir jetzt einfach auch mal farblich abgestimmt, so ein bisschen alles, was rund ums Wasser zu tun hat. Im Blau dockt sich an, direkt an die Reise. Wir haben eine relativ große Reiseabteilung von A bis Z. Verschiedene Länder, hier ist noch das ganze deutsche Gebiet und natürlich hier regional, Heimat, alles was rund um Siegerland, Sauerland, Wittgensteiner Land. Ich sage immer, wir sind hier im Dreiländereck. Alles, was da auf dem Markt ist, versuche ich auch aktuell da zu haben. Eine kleine Auswahl an Bildbänden auch für hochwertige Geschenke oder auch manchmal schon mal Firmengeschenke oder so, die dann sowas in der Art suchen. Daran schließt sich hier so ein bisschen geschlossen dann unsere Kinderbuchabteilung an. Da haben wir hier so von den Erstlesebüchern die Sachen mit großer Druckschrift, noch mit vielen Bildern. Dann haben wir es sortiert nach Mädchen und Jungen, weil es ist nach wie vor so, dass die Jungen doch lieber die männlichen Protagonisten haben. Die Mädchen sind da etwas offener. Da haben wir hier sortiert so bis junge Mädchen ab 10. Das ist so das Lesealter, wo so die Leserstarter beginnen. Dann haben wir hier die Bilderbücher und die Pappbücher für die kleineren Kinder, ne, wo man also anfängt, auch mit Stoffbilderbüchern. Das sind so die allerersten, die man so greifen kann und mal blättern kann. Da kann man auch mal noch reinbeißen, bis hin zu den Bilderbüchern, die man dann gemeinsam liest oder auch Vorlesebücher. Ist ja im Moment auch sehr
aktuell, dass die Familien viel Zeit füreinander haben und wieder das Vorlesen für sich entdecken. Dann haben wir hier ein relativ großes Sachbuch für die Kinder und Jugendlichen, weil man kann viel googeln, aber manchmal ist es auch spannend, das dann im Buch nachzulesen. Ganz beliebt sind dann immer auch so diese Guinness-Bücher der Weltrekorde, was es so an Sensationen im Jahr gab. Die kommen jedes Jahr neu raus. Auch so für die ganzen Homeschooling-Geschichten. Wir haben also auch vieles zum Nachschlagen, die Tiptoy-Geschichten, wo man üben kann, Übungshefte, auch dann hier so die Blöcke, wo man also die Kinder dann noch zusätzlich beschäftigen kann. Dann schwenken wir mal weiter. Hier ist so eine kleine Geschenkbuchabteilung. Da haben wir dann so von Geburtstag, Geburt, Hochzeit bis zum Ruhestand so kleine Themen. Mini-Geschenke immer so bereit. Dann haben wir hier auch so für die runden Geburtstage die Jahrgangsbände. Und dann schließt sich hier so unser Sachbuch an. Das ist so, da fängt so an hier in der Natur. Da haben wir so die Haustiere, Hund, Katze, Maus. Alle möglichen Ratgeber, wissenswerte Sachen. Dann haben wir ein relativ breites Spektrum an Büchern über Bienen und Imkern. Das ist hier ein großes Thema. Viele Leute, die halt, oder Kunden, die halt eben auch schon ihre eigenen Bienen züchten. Pferde ist hier noch ein Thema. Dann haben wir hier die ganzen Waldgeschichten. Der Wolf-Dieter Storl, der also auch da unterwegs ist. Peter Wohlleben, das sind alles so Namen, die dann also auch hier schon sehr bekannt sind und unterwegs sind. Haben wir hier nochmal so ein bisschen zusammengestellt. Wir haben immer zwischendurch so kleine Nischen, wo wir auch die Themen zusammenstellen. Dann geht es hier weiter mit dem Kochbuch. Da haben wir also auch angefangen vom ich koche für mich alleine bis hin zum Familienkochen, bis hin zu ja, Gourmet-Küche, will ich mal so sagen. Der Bocuse, das ist jetzt so auch schon ein etwas hochwertigerer Kochbuch-Bildband, wo man also auch noch nebenbei viel Wissenswertes lesen kann oder entdecken kann. Dann hier eine Gesundheitsabteilung, wo also eben verschiedene Themen über ja, Trendküche abnehmen. Schlank ist ja im Januar immer ein großes Thema. Die ganzen Vorsätze, die man sich genommen hat, aber auch insgesamt die Gesundheitsabteilung mit guten Ratgebern in alle Richtungen. Dann haben wir hier im Anschluss ja, unser Männerregal. Das sind so die, ja, die Auto-, Traktoren-, Oldtimer, so die Maschinenbücher im Prinzip. Dann haben wir hier in diesem Regal auch nochmal so die, ja, wir haben es jetzt Lebenshilfe genannt. Das sind so ein bisschen so diese schöngeistigen, ein bisschen spirituellen Bücher, Bücher mit Tipps für besseres Leben, positive Einstellung, solche Sachen. Dann auch natürlich Baby und Geburt, viele Ratgeber für junge Mütter, aber auch für junge Familien, um Familie und Kinder gut aufzustellen und abzuholen und zu begleiten. Ja, das ist so unsere Bandbreite, die wir so bieten. Ich denke, da ist auch mal so für jeden was dabei. Ja, bis hin zu unserem Kassenbereich, wo man sich dann halt eben, ja, wenn man dann was gefunden hat, sich von uns die Sachen auch gerne als Geschenk einpacken lassen kann. Ja, und wir dann den Kaufabschluss dann noch bis zum Schluss betreuen. Ja, der momentane Lockdown beeinträchtigt natürlich auch unsere Arbeitsweise, aber wir haben Möglichkeiten und Wege gefunden, wie wir trotzdem unsere Bücher an den Mann bringen oder wie Sie auch Ihre Bücher bei uns bestellen können. Das heißt, also wir sind erreichbar über unseren Webshop www.bücherbeeva.de. Wir sind erreichbar per E-Mail info@bücherbeeva.de, natürlich auch übers Telefon 02733-7420. Wir verschicken die Bücher selbstverständlich auch in alle Richtungen. Hier in Hilchenbach kann man die Bücher vor der Türe über die Abholstation gerne abholen. Das ist alles eingerichtet und ja, ansonsten können Sie uns über Facebook verfolgen, über Instagram verfolgen und werden immer wieder mit neuen Neuigkeiten gefüttert. Wir sind da immer wieder up to date und bemühen uns, das Ganze frisch und attraktiv zu gestalten.